1853 im hessischen Bad Soden. Zunächst gestatten Sie mir, mich nicht nur hierhin, sondern auch vorzustellen. Ich bin der erste deutsche General der neuen Europa-Armee. Und hoffe Ihnen mit dieser Mitteilung ein neues, nie gekanntes Gefühl der Sicherheit vermittelt zu haben. Das Volk muss wissen, was oben vor sich geht. Sie sind das Volk, ich bin oben. Gott sei Dank. Sicher erkennen Sie meine Uniform in ihren Einzelteilen, aber vielleicht nicht in der Zusammenstellung. Diese Zusammenstellung entspricht auch dem europäischen Gedanken. Das heißt, französische Kopfbedeckung, englische Uniformjacke, deutsche Hose, italienische Schuhe. Die kleineren Staaten teilen sich in Socken und Unterwäsche. Die Krawatte ist zivil gehalten, um zu zeigen, wie sehr uns alles Zivile schon wieder zum Halse heraushängt. Diese Zusammenstellung hat natürlich seine Gründe. Der wichtigste Körperteil, den der Mensch besitzt, ist zweifelsohne der Kopf. Vorausgesetzt, er benutzt ihn zum Denken und nicht nur als Mitesser. Für diesen wichtigsten Körperteil konnte nur die schönste Kopfbedeckung in Frage kommen. Das ist zweifelsohne die französische. Französische Kopfbedeckung, Frankreich, oben stark rot, wie Sie sehen. Unten um die Kopfbedeckung läuft ein neues Mützenband. Sie sehen darauf die Flaggen der Vereinten Europäischen Nationen. Interessant ist nur der hintere Teil, diese weiße Fahne. Das ist die weiße Fahne der Übergabe. Das heißt, es ist bereits alles mit der Genfer Konvention beschlossen, genehmigt und abgemacht. Will der Soldat sich ergeben, so genügt eine leichte Drehung der Mütze. Die weiße Flagge ist vorne und der Soldat braucht auf dem langen Weg in die Gefangenschaft nicht dauernd die Arme hochzuhalten. Der Rock ist englisch. Der Schnitt ist allerdings an Amerika angelehnt. Nun ist England seit Jahrzehnten gezwungen, sich an Amerika anzulehnen und die machen eben dadurch den Schnitt. Die Wahl der Hose konnte nur auf Deutschland fallen. Viele haben jahrelang in dieser Hose gesessen. Andere haben in dieser Hose auf den Knien gelegen. So manches Herz schlug fühlbar an dieser Hose, von anderem ganz zu schweigen. Aber diese Hose hat alle Strapazen glänzend überstanden und damit steuern wir mit Recht das wichtigste Kleidungsstück zur europäischen Uniform bei. Glauben Sie mir, meine Damen und Herren, das ist das Wichtigste. Ein Soldat ohne Mütze, ein Soldat ohne Rock wäre vielleicht noch denkbar, aber ein Soldat ohne Hose... Du, sag mal, ist denn das hier die Melanchthonstraße? Tja, natürlich. Das war die Melanchthonstraße? War das da drüben etwa das Haus, in dem Heinz wohnte? Ja, sicher. Und dahinter, hinter den Dings, war das Geschäft von Frau Otten. Ruinen, Ruinen, nichts als Ruinen. Armes Bremen. Bremen im Mai 1945. Nachgestaltet in einer Hörfunkszene von 1946. Bremen ist eine Geisterstadt. Dass sie jemals wieder auferstehen könnte, überfordert die Vorstellungskraft ihrer Bewohner. Und dennoch beginnen sie aufzuräumen, begleitet vom Mutmacher Rundfunk. Die meisten der verstopften und verschütteten Straßen sind freigelegt und wieder befahrbar. Zehntausende von wiederverwendbaren Steinen wurden aus den Trümmern geborgen und gereinigt. Sie stehen sauber und gestapelt an den Straßenrändern. Tausende von verschütteten Kellern wurden freigelegt und wertvolles Gut geborgen und seinen Besitzern zugestellt. Hunderte von Häuserruinen wurden eingerissen. Wertvolle Heizkörper, Eisenträger und Installationen wurden geborgen. Feldeisenbahnen transportierten Schutt und Mörtel zu den hierfür vorgesehenen Plätzen. In Zusammenarbeit mit Polizei, Wirtschaftsämtern und Gesundheitsamt wurden alle notwendigen Vorkehrungen für einen reibungslosen und ungefährdeten Ablauf der Arbeiten getroffen. Hans-Joachim Kuhlenkampf, mit einem gefälschten Entlassungsschein englischer Kriegsgefangenschaft entwischt, kehrt nach Bremen zurück. In eine Trümmerlandschaft, bedeckt von Schnee wie von einem weißen Leichentuch. Ein trostloser Anblick. Eisblumen blühen an Fenstern und Wänden. Und der Schwarzmarkt.
Wer nichts zum Tauschen hat, muss, um überleben zu können, wenigstens jemanden kennen, der etwas hat. Etwas Gutes zum Tauschen und ein schlechtes Gewissen. Wie Kuhlenkampfs Nachbarin, der Hans-Joachim in der Nazi-Zeit lieber aus dem Weg ging. Und ich habe auch so meine Späße gemacht. Das heißt halt Hitler, Herr Kuhlenkampf. Ich vergesse den Namen immer. Wie kann man sich das merken? Und so ein Blödsinn. Da hat sie gesagt, sie gehören eigentlich ins KZ. Man sollte sie anzeigen. So. Und die, gutmütig wie man ja ist, weil ich schon gedacht habe, also was nach dem Kriege mit den sogenannten Nazis, den richtigen und auch den falschen, oder geschieht, das muss ja grauenvoll sein. Die tat mir eigentlich schon wieder leid. Nicht die ganz schlimmen Finger, aber so der Normalverbraucher. Und ich fragte meine Mutter und sagte, was macht eigentlich die Frau Dings uns? Die Alte, die hatte auch so Frauenschaftsabzeichen, Parteiabzeichen, was denn? Da dachte ich, die, der geht's prima, da kannst du alles kriegen. Die ist doch Amerikanerin. Ich sag, was ist die? Ja, die ist doch Amerikanerin, die ist in New York geboren. Das wussten wir ja alle gar nicht. Die war schon amerikanische Staatsbürgerin und verkunkelte Kaffee, Zigaretten und so weiter. Und das habe ich mir nicht nehmen lassen. Da bin ich hingegangen, habe geklingelt. Sie machte auf, so, oh, Herr Kuhlenkampf. Ich sag, Heil Hitler. Nee? Und das, ach, aber Sie haben mir das doch mal gesagt. Jetzt habe ich mir den Namen gemerkt. Jetzt, wo es vorbei sei, jetzt weiß ich ihn. Und jetzt wollen Sie nicht hören. Nee? Ach, komm doch mal rein. Und die hat mich dann reich beschenkt. Und ich habe auch nichts gesagt. Bevor Kuhlenkampf...